Willkommen zurück zu Lost Sphere. Ja, wir müssen jetzt die Zwielichter befragen und da bin ich mal ganz, 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 ganz neugierig. Denn, Kanata hat in der letzten Folge ja gesagt, dass er dem Ganzen nicht so traut und sich total unsicher ist, ob wir nicht auf der falschen Seite stehen. Und ich bin da auch ehrlich gesagt der Meinung, das Imperium ist nicht ohne Grund das Imperium und immer die Bösen. Ja, weil... Ich meine, man kennt es von Star Wars und man kennt es von diversen anderen Spielen, wenn es um das Imperium geht. Imperium immer böse. Immer. Ich weiß gar nicht, ob es ein gutes Imperium gibt überhaupt. Von dem her bin ich da mal ganz vorsichtig. Wir sollen jetzt hier hin. Zur Kommandobasis, um die ganzen Zwielichter zu befragen. Tja, wie man hört, warst du ja bei der letzten Mission ein richtiger Held. Vielleicht solltest du dich der Armee von Watt anschließen. Wir wären stolz, dich in unseren Reihen zu haben. Ruhe. So, wir wissen ja, es gibt, glaube ich, einen Bereich, wo wir nicht hin dürften. Was tust du hier? Gibt es ein Problem? Verschwinde lieber, bevor du dir wehtust. Als ob ich mir wehtue, da tue ich dir weh. Tess! Es gibt irgendein Problem mit den Leitungen, das behoben werden muss. Ich glaube, das ist in der Nähe der Treppe, gleich hier durch. Es könnte gefährlich sein, also halte dich bloß fern von dort. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ein Problem. Ah, da. Bollwerkerinnerung. Hä? Wenn ich hier hochgehe, dann komme ich hier hin. Wenn ich hier hochgehe, komme ich dahin. Da darf ich nicht hin. Ich glaube nicht, dass diese Roboter was zu sagen haben. Die werden mich, glaube ich, nicht weiterbringen. Zum Wingerstartplatz gehst du quer über den Platz und dann die Treppe hinauf. Dass du dort aber nicht dem Personal im Weg stehst. Ja, ja, ist klar. Ja, ruhig, komm. Geh. Push dich. Wegen des Smogs kann ich jenseits der Mauer nichts erkennen. Ansonsten ist alles normal. Oh, nochmal 40 Gold. Find ich gut. 40 Gold finde ich immer gut. Da würde ich gerne hin. Wie komme ich da hin? Irgendwo bei der Treppe. Ich würde mich fernhalten. Wie üblich ist in dieser Gasse nichts los. Sicher geht nichts. Sag mal, du hilfst doch hier und da aus, nicht? Wie wäre es, wenn du diese Straße brauchst, damit ich eine Pause einlegen kann? Ja, gut. Ja, klar, gerne. Mach ich. Wir hatten heute keine ungewöhnlichen Gäste. Wenn du jemand Verdächtiges siehst, dann sag mir unbedingt Bescheid. Ja, ich bin der Verdächtige. Hallo, ich. It's a me, Kanata. Waha! Aber irgendwo nähe der Treppe. Hier vielleicht? Nee. Hier ist auch nichts. Hier irgendwo? Nee. Hä, welche Treppe meint er denn? Ja, ich renne jetzt gerade im Kreis, das ist mir wohl bewusst. Aber ich suche ja auch entsprechend eine Lösung. Was guckt ihr denn so grimmig, Leute? Seid ihr nicht die Helden des Tages? könnte man sagen, aber wir haben uns gefragt. Es ist nämlich so, Amazu, du kommst uns gerade recht. Weißt du, wo die Gefangenen, die man hierher gebracht hat, eingesperrt wurden? Claro, wir haben sie in den Gefängnisblock geworfen, habe ich gehört. In den Gefängnisblock? Wo ist der? Oh, gleich hinter dem Hauptquartier. Sie sind in diesem schäbigen Gefängnisturm gelandet. Wir müssen unbedingt mit ihnen sprechen. Meinst du, man lässt uns zu ihnen? Eher nicht, Söhnchen. Haben die sich nicht mit den Jungs von der Armee angelegt?
Besucher dürfen nicht rein. Trollanke trotzdem. Ich sehe dir an, dass du entschlossen bist, aber du solltest besser aufgeben. Der Gefängnisblock des Imperialen Kommandos, der ist sicher eine Festung. Man hat nicht Unrecht, so schwer es mir auch fällt, das zuzugeben. Es wäre waghalsig, in eine militärische Einrichtung einzubrechen. Gäbe es nur eine andere Möglichkeit. Gerade jetzt wäre es nützlich, würde die Nacht anbrechen. Leider geschieht das in diesem Zeitalter nicht. Was? Nacht? Was ist das? Nun, es handelt sich um einen Vorgang, der von Generationen regelmäßig stattfand. Licht und Dunkelheit wechselten sich ständig ab. Die dunkle Phase wurde Nacht genannt. Das Wort Dämmerung wird von euch ja verwendet. Eigentlich wurde aber nur die kurze Zeit von der Nacht als Dämmerung bezeichnet. Nacht ist also, wenn das Licht verschwindet? Mit so etwas könnten wir vielleicht in den Gefängnisblock hineinschleichen. Schon klar, gäbe es kein Licht, könnte man leicht an den Wachen vorbeischleichen. Aber auch wenn diese Nacht sich interessant anhört, im Hier und Jetzt werden uns Geschichten von Anno Tobak auch nicht weiterbringen. Erinnert ihr euch daran, wie Lockett den Geldbeutel gestohlen wurde? Ja, Lumina. Wir überlegen gerade, wie wir in den Gefängnisturm hineinkommen. Ich ebenfalls. Erinnert ihr euch an den seltsamen Mann in der Herberge damals? Hat er nicht von uralten Dingen und Geschichten gesprochen? Oh, stimmt, er hat erwähnt, dass er etwas erforscht. Eine, Sache. Vielleicht weiß er mehr über dieses Nachtphänomen. Du bist offenbar niemand, der sich mit Details aufhält, was, Lumina? Schlägst du vor, dass wir in der Welt die Nacht zurückbringen? Naja, wenn niemand eine bessere Idee hat, wieso nicht? Ein Versuch ist es wert. Was? Ja, gut, wenn es keine Nacht gibt und dann jetzt auf einmal gibt es Nacht, dann müssen die erstmal alle miteinander klarkommen. Aber hier sind doch überall Lampen. Oder gehen dann die Lampen aus, weil kein Strom mehr da ist? Sind das Solarlampen? Aber das würde ja auch keinen Sinn machen, weil es ja Tag ist. Also, hä? Ja, wo finden wir den eigentlich? Ah. Gut, Stadtdistrikt. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, welches Gasthaus er meinte. Ich habe es jetzt extra auch nicht vorgelesen, weil ich es überhaupt nicht so wirklich wahrgenommen habe. Aber ja, stimmt, da war der Typ, mit dem wir damals gesprochen hatten. Und der saß hier an dem Tisch. Ein Soldat, der oft hier ist, ist plötzlich aufgesprungen und hinausgerannt. Ich schätze, da muss was passiert sein. Nee, warte mal, er saß hier an dem Tisch, ne? Auf dem Herweg bin ich an ein paar Soldaten vorbeigekommen. Sie waren so furchterregend, dass ich mich instinktiv vor ihnen versteckt habe. Was ist denn überhaupt los? Moment, Soldaten? Hier lang gerannt? Stimmt, was ist hier los? Das heißt also, hier ist irgendwas passiert irgendwo. Die Frage ist jetzt nur, wo ist was passiert? Ich gehe jetzt einfach mal alle Türen durch. Verdammt, wenn ich jetzt noch wüsste, wie der aussah. Hallo, ich bin in eurem Haus. Aber schön habt ihr es hier. Very nice. In der Stadt herrscht eine angespannte Atmosphäre. Ist etwas passiert? Ja, das versuche ich gerade herauszufinden. Wo ist was passiert? Wo sind sie vorbeigerannt? Wo kann ich was finden? Was muss ich suchen? Wen muss ich verfolgen? Und so weiter, und so weiter, und so fort. Also hier ist es schon mal nicht. Dann gehe ich mal in die andere Richtung, rechts lang. Ich könnte jetzt da hoch, aber ich will jetzt erstmal hier lang. Da habe ich einen schönen Überblick. Das Hauptquartier sagt, wir sollen auf Verdächtige achten, wenn wir Verbrecher wegschnappen. Die suchen wirklich überall. Ja, ich suche jetzt gerade nur die Frage, wo? Oh, nochmal 60.
Boah, bald habe ich meine Schlafkosten aus der letzten Folge wieder zurück. Was ist das hier eigentlich für ein Haus? War ich da schon drin? Sieht identisch aus wie die meisten anderen Häuser. Gut. Oh, halt. Eine Specksau. Gut, eine Specksau haben wir schon mal bekommen. Hauptsache was zum Essen. Ja, ich laufe hier gerade im Kreis, merke ich. Und ich stelle mir auch gerade die Frage, sind diese Frame-Einbrüche vom Spiel oder ist es wieder von meiner Capture Card? Beide Möglichkeiten bestehen. Nö, hier ist auch nichts. Haben die Kinder was zu sagen? Da bist du. Das ist die geheime Festung von mir und meinem großen Bruder. Du darfst niemand davon erzählen. Ja, ja. Stimmt, so ein Weg hinter einem Haus ist schon echt, das ist so secret, das ist extremely secret. Papa und Opa haben immer ganz viel zu tun, darum spiele ich draußen. Aber wenn ich reingehe, dann spiele ich auch mit den Roboter. Ja gut, aber ich suche ja das, was ich suche, also... Meine Güte, hast du mich aber erschreckt. Ich bekomme nicht oft Besuch. Du interessierst dich also für meine Forschung, wie? Wie putzig. Ich erforsche den Bezug dieser rätselhaften Säule zum Verlust des Lichts. Nun, über eben dieses Thema, den Verlust des Lichts, wollten wir mit euch reden. Dann seid ihr also Kollegen aus dem Fachbereich der Archäologie. Ganz wunderbar. Ich begegne selten jemanden, der meine Begeisterung für Belange der Vorzeit teilt. Fragt mir ruhig ein Loch in den Bauch. Freunde, ich bin ganz Ohr. Jetzt komm nicht immer näher. Macht ruhig Gebrauch von meinen Forschungsarbeiten und Lehrbüchern. In den Regalen setzen sie nur Staub an. Okay. Das klingt, als wären wir hier richtig. Wir wären besser dran, würden wir einen Hellseher um Rat bitten, wenn ihr mich fragt. Mal sehen, was steht hier. Oh. Anscheinend hat er mit seiner Forschung den Nagel auf den Kopf getroffen. Also, der Verlust des Lichts, den er erwähnte, muss die Nacht sein. Und die rätselhafte Säule, das muss die Chronospirinit-Säule sein, welche die Zeit kontrolliert. Gigantische Spirinit-Säulen sind der Ursprung allen Lebens und aller Energie. Es handelt sich dabei um 8 unglaubliche komplexe Artefakte folgender Typen. Feuer, Wasser, Luft, Erde, Heilig, Dunkel, Chrono und Donner. Die Feuerspirinit-Säule etwa ist der Ursprung allen Feuers auf der Welt. Gleiches gilt für die Chronospirinit-Säule, die der Ursprung der Zeit ist. Und der Verlust hat die Chronospirinit-Säule ihrer Macht beraubt. Und wir haben dadurch die Nacht verloren, verstehe. Deine Forschungsarbeit ist unglaublich gründlich, was für ein Genie. Kanata, ich würde dir raten, das hier ebenfalls zu lesen. Du könntest viel aus seiner Arbeit lernen. Hätte der Forscher gehört, was Obaro ihm meinte, wäre er bestimmt überglücklich. Und Obaro hat ja wirklich in diesem Zeitalter gelebt. Wenn der Forscher wüsste, dass Obaro all seine Fragen beantworten könnte. Wir sollen aufpassen, dass Obaro nicht aus Versehen sein Geheimnis ausplaudert. Ja. Ich habe die Zeit bestimmt, zu der die Säule im Südwesten der Hauptstadt verloren ging. Und weißt du was? Zur selben Zeit endete der Bericht über das verschwundene Licht. Ich schätze mal, dass das Phänomen verschwunden ist, weil die südwestliche Säule verloren ging. Schauen wir uns doch eine Weile um. Also, ich muss jetzt hier anscheinend Erinnerungen sammeln. Es wird angenommen, dass der Verlust des Lichts zu mehreren Vielfalt in der natürlichen Welt führt. Es tauchen Lebensformen auf, die ohne Licht überleben können. Und sie verschwinden, wenn das Licht wieder auftaucht. Eins verschwand das Licht regelmäßig.
Davon bin ich durch mein Studium uralter Ruinen überzeugt. Schauen wir uns noch eine Weile um. Ah, schon gut. Ich werde so tun, als hätte ich es nie gesehen. Gut. Dann würde ich sagen, vielleicht entdecken wir oben noch neue Informationen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Oh, der möchte mit ins Video. Tschüss.